Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Voice-Over-Video. Die letzten sind so gut bei euch angekommen. Auch eure ganzen Daumen nach oben, eure Kommentare, ja. Also da weiß ich wirklich immer, wenn Videos richtig gute Bewertungen haben, dass ich wirklich mehr davon produzieren soll. Und das mache ich auch definitiv. Also ihr werdet jetzt weiterhin Trainingsvideos bekommen, Leute. Voice-Over-Trainingsvideos. Und wir geben einfach wirklich Gas hier am Kanal als Community, ja. Ich will euch wirklich Dinge lernen, damit ihr das umsetzt, damit ihr Erfolge habt, und schaut auch wirklich, dass, wenn ich euch da Tipps gebe, dass ihr das richtig geil umsetzt, Leute. Chestflies, darüber geht dieses Video. Man sieht da links meine Ader, ja, die ist natürlich nicht geplatzt, auch wenn es teilweise so aussieht. Für mich eine unfassbare Übung am Ende des Trainings. Leute, checkt mal auf meiner Brust, ich ziehe da noch gleich mein Shirt aus. Ich habe da wirklich so kleine, es schaut aus wie kleine Knoten, aber das sind Adern, ja. Also ich habe jetzt echt schon wenig Fett, muss ich sagen, aber ich bin mit meiner Form zufrieden. Ich würde auch gern mal, ja, von euch neues Feedback hören, wie ihr meine Form zurzeit findet. Ob ihr findet, dass man sogar noch ripter sein soll, noch weniger Fett oder sogar mehr Fett, ja. Also mehr Fett, denke ich, wird jetzt keiner sagen. Hier seht ihr wirklich in der Mitte von meiner Brust so kleine, ja, es sieht aus wie Knoten, aber es sind Adern, und das wird auch teilweise so blau, also echt crazy, aber ich finde die Aufnahmen richtig, richtig geil. Bezüglich Chestflies, meine Freunde, also ich finde es eine Hammerübung am Ende vom Brusttraining, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich mache das oft als dritte Übung. Chestflies sind für mich, ist für mich eine Übung, die man definitiv im höheren Wiederholungsbereich machen sollte. Also unter 12 Wiederholungen geht da bei mir gar nichts. Ich bewege mich da eigentlich wirklich immer zwischen 12 und 15 Wiederholungen. Das Wichtige bzw. der Sinn der Übung für mich ist, wirklich nochmal in der Brust so eine richtig, richtig schöne Dehnung am Ende des Brusttrainings zu erreichen. Also wenn ihr hochgeht, dass ihr wirklich die Brust schön dehnt, und wenn ihr dann nach vorne geht, ja, und wenn der Muskel dann wirklich arbeitet, würde ich euch empfehlen, vorne nochmal eine Sekunde die Brust wirklich anzuspannen, euch gedanklich auf die Brust zu konzentrieren, sie anzuspannen, bis sie so halb platzt, ja, und dann wieder langsam zurückgehen. Also meine Ader, ich habe manchmal echt Schiss, dass das Ding platzt. Gebt euch mal diese Ader, ja. Oben kommen dann teilweise schon so kleine andere Schläuche raus, also so kleine Nebenadern. Aber ich feiere das. Ich habe es übrigens auch nur links, sorry. Rechts habe ich so eine minimale Ader. Und es kommen auch von euch immer Fragen, wie das überhaupt ist mit Adern, ja, wann man Adern bekommt, dies, das. Leute, das ist wirklich Genetik. Also, dass ich jetzt links so eine Ader habe und rechts nicht, hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, also wenn jetzt irgendwer denkt, ich trainiere dann den linken Arm mehr, um solche Adern zu bekommen, das ist natürlich alles Blödsinn. Das ist Genetik, ja, und natürlich trainiere ich den rechten Arm genauso viel wie den linken, aber dort habe ich einfach keine Ader, ja, weil es einfach genetisch veranlagt ist. Und natürlich, je länger ihr trainiert, desto mehr Adern habt ihr, und der Körperfettanteil muss natürlich auch sehr, sehr gering sein, damit man eure Adern sieht. Weil je länger ihr trainiert, Leute, also je mehr Muskulatur ihr habt, die Muskulatur muss ja mit Nährstoffen versorgt werden, und dann bekommt man natürlich auch immer mehr Adern. Aber das kann man jetzt nicht wirklich beeinflussen, also so viel zu dieser Frage. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Lasst mal einen Kommentar zu meinem Schlauch da, ja. Ich nenne ihn immer den Schlauch, ihr nennt ihn auf Instagram und so auch immer Gartenschlauch oder Schlange, und gibt es viele, viele Jokes, aber mittlerweile ist das echt so ein kleines Markenzeichen von mir geworden, diese Ader. Und jo, wenn ihr Fragen habt, Leute, zum Brusttraining, zu dieser Übung, zu Chestflies, einfach in die Kommentare. Schaut euch auch meine ganzen anderen Brusttrainings an, wo ich wirklich auf die wichtigen Übungen explizit eingehe. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir bei dem Video, wenn es euch gefallen hat, wieder einen Daumen nach oben da lässt. Ihr seid die Besten. Wir werden so eine geile Community. Also es wächst und wächst und wächst. Ich bin da echt dankbar dafür und möchte euch einfach helfen, Gas zu geben. Leute, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.